Ein Deck 13 Spiel. Ja, das habe ich bereits 3 oder 4 Mal erwähnt. Als ich über die Deck 13 Entwickler gemeckert habe. Ein DTP Entertainment Production. Ja, die waren nachher ins Venetica. Ja, war ein tolles Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Dafür, dass es quasi umsonst war. Unser besonderer Dank geht an Tobias Bertrand, Harun Kelebi, Holger Dura, Steffen Holz, Sergei Kulenko. Oh Gott. Deck 13. Immer noch mit ihrem Schiff. Sind wir auch ein Teil von. Wir können nur ein Mal in Afrika. Oh, guck mal hier. Da haben wir auch. Direktet bei Jan Klose. Executive Director war Dr. Florian Stellbauer. Head of Technology war Thorsten Lange. Heads of Art war Tim Schwank. Er war der Storyschreiber, wie geht's wissen. Lead Character Animator Gregor Weiß. Naja, ein bisschen die Sicht hat nicht schlecht. Lead Programming Thorsten Lange. Schon wieder? Programming war Philipp Hammer, Holger Dura, Carsten Weiß, Anthony Nemec. Ja, den gab's auch mehrmals. Lead Programming Xbox. Naja, das interessiert uns nicht. Interessiert uns auch nicht. Additional Programming landen hier Stefan Holz. Schwer Stefan Holz? Ne, das waren Gameplay Scripting, Sven Hammer, der gestern Abend schon ein bisschen mal laufen. Location Design, Tim Schwank, er hat wahrscheinlich hier das Arsenal-Boot. Concept Artist, Felix Haas. 3D Environment Artist, Martin Teichmann, Florian Schweini, Schweinbenz, Tobias Bertrand, Dorian Reiter, Martin Sander, Christian Tragers und Stefan Teugersdorf, 3D Support. Additional 3D Art, A2O Group und Brain Train. Character sind Gregor Weiß, Tim Schwank, die waren zu faul, die hätten mehr Charakter bauen sollen. Gregor Weiß, der Rocketbox, achso, wahrscheinlich für hier Motion Capturing. Gregor Weiß und Danny für Character Animation. Character Concept Art Storyboards, Felix Haas, die Kolonie? Wer ist denn die Kolonie? Aero Hills Augenpulver Design, Correct Design, Cutscene Development, Gregor Weiß und Danny Man, ja, das war ganz nett. Additional Cutscene, bla bla bla. User Interface Design, naja, da kann man eigentlich nicht voll meckern, hat ganz gut funktioniert, außer die innere Schwierigkeit eigentlich. Content Integration, Sven Hammer, Leonard Kessler, Darius, Daniela, viele. Elizabeth Lizzie Riebschläger. Multimedia Design von Linda Nguyen. Partikeleffekt, Shitong Nugen und Martin Sander. So, Jan Klose, Volker Löffler, Stefan Watzke und Tim Schwank. Dialog-Editors, Ian Morris und Mark Estail. Ich hoffe, ich habe das so. Cutscene-Integration, Gregor Weiß, Sven Hammer, Leonard Kessler, Jan Klose. Schon wieder Jan Klose? Der kommt mal wieder. Immer wieder Klose, immer wieder Klose. Quality Assurance Manager, Felix Schneider. Und jetzt hier wieder die Xbox 360 Leute, die uns nicht interessieren, weil die am PC-Spiel ist. Für uns oder mich jetzt in diesem Fall. Office Management, Sarah Brentsch hat die super gemacht. Und Legal Advice war Christian Hoppenstedt. Legal Music and Sound. Wer ist niemand? Deutschland ist written bei Tillmann, Max Schmidt, Alexander und Alex irgendwas. Venetica Main Theme written bei Jan Klose. Schon wieder. Immer wieder Klose. Deutschland bei Michael Schwinger, Axel Robach, Alexander Röder, Pierre Langer und Carsten Blablabla. Pierre Langer war für die Direction zuständig. Und produced bei Dynamedion. Deck 13 Game Testing. Felix irgendwas. Bärschneider, Carsten Hitter, Testers. Nur so wenig nur? Achso, wenn mal mehr Tester. Paul Kunst, Dominik Mahler, Daniel Köth. Dr. Verena Klose? Ach, wahrscheinlich die Frau von Jan. Andreas Müller, Nicole Thorsten, Thorsten Richter, Lars Steffenberger, Markus Trettin und bla. Ja, Ugre, Physics bei Nvidia. Aha, da war Physics bei F-Mod. Ja, kenne ich auch. GWX, nee, das konnte ich leider gerade nicht lesen. Terra Magna Pen und Paper RPG. Nachdem die RPG-Rules geschrieben. Steven, das ist Schwanzstämmer, Verena Klose, Armin Burger, Dr. Cornelien, Sophie Schall, oh Mann! Klaus Walter, Fabian Billhuer, Zure, Bla, Silvia, Ralf C., Adam, Oliver Staude, Müller, Javonic Family. Game Academy Frankfurt, Ben, der kleine Mann, Hasen, Waiters of the Pfeffermühle und, da kann ich lesen, PC-Version finanziert bei DTP, bla bla, also bezahlt 2006 und Xbox 2007 wurde bezahlt. DTP Entertainment AG, ja, die hat das finanziert und Development Director war Matthias Reichert. Senior Producer war Achim Heillauf und International Marketing Director war Claudia Kühl. Ach, ich höre jetzt auf, haben zu merken. Lass einfach die Musik zu wirken, ne? Aber ist viel zu doof. Bettina, tut mir zwar ein bisschen leid für Bettina Korb oder Christian Leibe, aber ich kann nicht alles vorlesen. Celine Steiner, Robert Seifer, Anni Dumba. So. Bernie Duffel, Matthias Eckhardt, Mar, Nutzmann. Einmal kurz mal zu Ende kommen. Ich Lead-Tester. Wie kann man denn. Also testen ist. Also, da könnt ihr ja noch was vom Stapel brechen über das Testen von Spielen. Also, oder vom Programm allgemein. Also, wenn man selber ein Programm schreibt. Ich habe das mal in ganz kleinen Umfang früher mal gemacht. Im Rahmen der Schule fast quasi. Wenn man selber so ein Programm schreibt, dann hat man damit die ganze Zeit zu tun vom ersten Kinderschritt. Dann weiß man genau, was man zu klicken hat. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber.
Andere Leute kommen damit absolut nicht klar. Also wenn man das nicht richtig aufbaut, also man da, sollte man sich vielleicht schon vorher ein bisschen was angucken, zu intuitives zu sein, bla bla bla. Oh, ist vorbei. Verdammt, kann ich gar nicht mehr darüber sagen, dass Testen eine schwierige Sache ist. Man sollte echt Personal einstellen. Wenn man Sachen selber testet, das endet immer elends. Merkt man spätestens denn, wenn man am besten eine Frau ransetzt, die keine Ahnung von Technik hat. Frauen findet man einfach mehr, die keine Ahnung von Technik haben. Oder Opa, der hat noch weniger Ahnung. Obwohl, es gibt da, naja, es gibt auch Opas, die Ahnung haben. Aber Alterem Ed im Rennen schon, nur Frauen sind da prädestiniert. Da gibt es zwar auch welche mit Ahnung, aber die meisten haben keinen. Und deswegen trifft man da öfter mal was. Wenn wir die ransetzen, die kommen damit absolut nicht klar. Und nicht mal mit Erklärung, sind sie immer noch verwirrt. Denn wie ist das, was falsch gemacht das mit dem Interface? Rainer Schöne, Oliver Siebeck, Katharina Spring, Jürgen. Geht das jetzt immer so weiter? Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie. Doch, ich habe mir den Abspann von Minecraft angeguckt und ich glaube, vom Mass Effect habe ich mir auch den Abspann noch komplett angehört. Wir spielen jetzt ja alle Lieder durch, das kann also locker 15 Minuten dauern. Wer guckt sich schon eine Folge mit Abspann an? Oh Mann, ich müsste hier gerade im IRC mal eingreifen. Das Lied mag ich eigentlich. Ich glaube, ich sollte mir den Soundtrack irgendwie besorgen. Ne, besser nicht. Dune Sound? Cast? Ja, hier. Ach, siehst du, immer noch Schatz ausbuddeln. Verdammt, da steht so ein scheiß Löwe rum. Ich glaube, der ist nicht runtergesprungen, oder? Verdammt, den hätte man sich holen können. Ah, na, jetzt wird das nichts mit dem fahlen Herzen. Hätte ja gerne gewusst, ob man die Schattenklinge noch irgendwie hätte pimpen können, aber... Also die rote, die ich zwischendurch hatte, fand ich am besten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir übrigens gerade so auffällt, einer von den vielen Leuten, die hier zwischendurch mal genannt wurden, hatte meinen Vornamen. Lande ich gleich wieder im Hauptmenü? Oder muss ich jetzt was klicken? Ah, okay, alles klar. Das ist jetzt ein bisschen goldiger. Das ist übrigens das Hauptmenü. Also ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Ich glaube, er fragt mich das, sonst ist es jetzt ganz schlecht. Ich drücke einfach mal auf Beenden. Ja, ich möchte es wirklich beenden. Ist ja durchgespielt, nicht wahr? Und tschüss.